Die Euphorie über diese Impfstoffmeldung von Pfizer-BioNTech war groß. Die Indizes, die Märkte sind durch die Decke geschossen. Aber dann gab es doch eine Art Abverkauf, teilweise jetzt die Märkte wieder unter dem Niveau, als die Meldung von Pfizer-BioNTech über diesen angeblich so erfolgreichen Impfstoff kam. Was ist da los? Warum geht diese Rallye nicht weiter? Diese Frage versuche ich in diesem Video zu beantworten. Schauen wir uns zunächst mal das Marktgeschehen an. Was ist da gestern passiert? Wenn Sie die untere Grafik sich mal zu Gemüte führen, sehen Sie, der Energiesektor, der ja am meisten verprügelt wurde seit dem Jahresbeginn, eben durch die Corona-Krise, weniger Energienachfrage etc., 14% im Plus, dann Finanzwerte über 8% im Plus und Information Technology, also unsere Outstars, die sind deutlich im Minus. Einige wenige Branchen im Minus, sonst einige Outstander, also praktische Branchen, die absolut profitieren konnten. Gestern eben die ganzen Loser aus der Corona-Krise, Touristik, Hotels, Transport, eben Finanzwerte, Energiewerte, die haben gestern natürlich jetzt eine Wahnsinns-Rallye gemacht. Und jetzt hatte dann JP Morgan gesagt, ja, ein bestätigter Biden-Sieg ist sehr, sehr positiv, diese Gridlock ist positiv, also praktisch die Spaltung zwischen Senat und Abgeordnetenhaus positiv, und jetzt noch diese Impfstoffgeschichte. Unser Ziel mindestens 4.000 bis 4.500 bis zum Jahresende. Wir sehen diese massive Euphorie auch in der Stimmung der Leute. Gestern zum Beispiel Markus Koch, den ich sehr schätze, der im Prinzip nur noch die Bullenzeichen in den Augen hat, und das ist sozusagen das, was jetzt das Gefährliche ist, wenn zum Beispiel der eine oder andere ganz oben noch eingestiegen ist. Der Dow Jones war ja schon bei 30.000 Punkten, der S&P 500 im Bereich der 3670er Marke. Der liegt jetzt schon ein bisschen zurück, dazu gleich mehr. Sven Henrik zitiert hier einen alten Börsenspruch, der lautet: Bear markets end on bad news und Bull markets end on good news. Also das Gegenteil passiert manchmal von dem, was man glaubt. Denn eins ist ja auch klar, wenn wir diesen Impfstoff hätten, und da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen, dann ist praktisch der Grund der Rallye, der Boden der Rallye, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, seit dem März-Crash, im Grunde ist dann der Boden entzogen. Denn was war denn der Auslöser für diese Rallye? Das waren die Aktionen der Notenbanken und der Staaten. Wenn diese nicht mehr nötig wären, dann müssten die Aktienmärkte von alleine laufen lernen, und das fällt ihnen sichtlich schwer. Das wird dann eine ganz andere Hausnummer. Schauen wir uns mal ein paar Interna von diesen Märkten an. Wir sehen, dass der S&P Equal Weight Index, also praktisch der S&P 500, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, im Vergleich zu dem marktgewichteten S&P 500, also wo die Schwergewichte eine dominante Rolle spielen, Microsoft, Apple und so weiter. Dieser Equal Weight Index hat gestern den besten Tag ever gehabt im Vergleich zum S&P 500 Market Weight. Also wir sehen, das ist durchaus historisch. Gestern insgesamt ein historischer Tag, der 9.11. ist ja eh ein schwieriger Tag, wie es aussieht. Und gestern war es ein besonderer Tag an den Märkten. Wir sehen hier zum Beispiel Russell 3000. Der Russell ist ja massiv nach oben geschossen. Dieser Nebenwerteindex, in dem viel Finanzwerte sind, kleinere Werte, Limit up, die Futures vom Handel ausgesetzt. Wir sehen, dass wir jetzt eine Price-Earnings-Ratio, eine Bewertungssituation haben, wie noch nie, so teuer wie noch nie. Und Sven Henrik bringt das auf den Punkt, was, glaube ich, mal gesagt werden muss. Ich gönne jedem seine Gewinne, wenn er long ist in Aktien, wenn er sozusagen mit seinem Depot hier erfolgreich ist. Aber eins ist auch klar, wir haben Negative Earnings Growth, wir haben also rückläufige Earnings, wir haben eine rückläufige Wirtschaft, wir haben viele Hunderttausende Tote, wir haben extrem hohe Arbeitslosigkeit und die Märkte sind auf Allzeithoch, weil die Fed es so will und die Notenbanken es so wollen. Das ist die bittere Wahrheit, meine Damen und Herren. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ohne die Notenbanken sieht die ganze Geschichte ganz anders aus. Das heißt, das ist eine künstlich am Leben gehaltene Blase, kann man sagen, die sich hier in diesen Bewertungen äußert. Und man macht sich nicht beliebt, wie ich immer wieder merke, in YouTube-Kommentaren vor allem, wenn man das
mal zur Sprache bringt, weil die Leute eben sozusagen nur im eigenen Teller denken, statt über den Tellerrand hinaus zu sehen. Denn das, was jetzt sozusagen hier von der Zukunft her konsumiert wird, das müssen wir später bezahlen, respektive unsere Kinder und Enkel bezahlen. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Es ist sozusagen ein Ego-Trip der jetzigen Generation, die sich in der Wohlstandsillusion noch breit machen will, wohlfühlen will und nicht sehen will, dass die Dinge doch deutlich schwieriger werden und wir jetzt sozusagen schon die Mittel unserer Zukunft verkonsumieren auf Kosten unserer Nachkommen, auch wenn das Depot dabei schön aussieht, das sei einmal gesagt. Wir sehen hier die FANG-Aktien, die großen Profiteure in Relation zum S&P. Equal Weight Index wiederum, schlechtester Tag ever. Also es waren die FANG-Aktien, die gestern richtig auf die Mütze bekommen haben. Wir sehen die Energiewerte mit dem besten Tag ever in Relation zu anderen. Also wir sehen, das ist letztendlich wirklich ein historischer Tag gewesen, der da passiert ist. Jetzt kommen wir nochmal zur technischen Situation. Hier ein Chart von Michael Silver, der hier zeigt, ja, das ist ein bisschen unschön, diese Tageskerze, die wir hier sehen im S&P 500. Wenn man sich den Dow Jones ansieht auf Tagesbasis, dann sieht man da einen dicken, dicken Hanging Man, aber das vielleicht eine andere Diskussion. Jedenfalls technisch ist das ein bisschen angeschlagen. Wir sehen hier diese vielen Gaps, die Mike Silvert hier eingezeichnet hat. Normalerweise tendieren Gaps dazu, gefüllt zu werden. Wir sehen hier von Sven Hendrik den oberen Chart. Wir sind genau in dieser oberen Trendkanallinie angekommen und wie Sentiment Trader bemerkt, seit 1982 war das beste Aufwärtsgap, mit dem dann ein 52-Wochen-Hoch, also ein Jahreshoch oder der höchste Stand seit einem Jahr erreicht wurde, war 1,6%. Gestern hatten wir ein Gap von fast 5%, fast das Dreifache. Also auch hier wieder absolutes Extrem und diese Extreme tendieren dazu, nicht lange anzuhalten. Jetzt kommen wir zu dem Virus, meine Damen und Herren, zu diesem Impfstoff. Was ist dran an dieser Impfstoffhoffnung? Grundsätzlich ist hier etwas Neues passiert oder ist die Forschung derzeit dabei, etwas Neues zu machen. Früher hat man im Prinzip vereinfacht gesagt, eine abgeschwächte Form des Virus mit geringer Viruslast den Leuten injiziert, sodass dann das Immunsystem diese Geschichte erkennen und bearbeiten konnte, sodass dann, wenn praktisch die nächste Virusattacke passiert, damit schon der Körper gefeit war. Jetzt geht man anders vor. Man nimmt nur einen kleinen Teil dieses Virus, ein Protein, und sieht und kann damit sozusagen das Immunsystem aktivieren. Man muss also nicht komplett das ganze Virus praktisch den Patienten injizieren, um sie zu impfen, sondern nur einen Bruchteil davon, und das könnte die Neuigkeit sein, das könnte sozusagen die neue Methodik sein, die jetzt zum Erfolg führt. Aber, und jetzt gibt es einige interessante Abers, die sehen wir nämlich hier. Uğur Şahin ist derjenige, der offenkundig der Kopf dieser ganzen Geschichte ist, mit Anteilseigner von BioNTech aus Mainz. Der hat 18% des Unternehmens. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die ihn durchaus freut, denn wir sehen, dass jetzt BioNTech in der Marktkapitalisierung knapp 25 Milliarden Dollar wert ist. Jetzt kommen aber ein paar Fragen zu dieser ganzen Geschichte. Zum Beispiel, es ist ja schon sehr auffällig, dass zunächst mal eine Pressemitteilung rausgegeben wurde. Statt erstmal anderen Forschern diese Daten zur Verfügung zu stellen, geht man also sofort an die Öffentlichkeit, der Aktienkurs springt nach oben, das weckt so ein bisschen. Ich will hier dem Herrn Şahin nichts unterstellen, aber es weckt so ein bisschen die Erinnerung an Moderna, wo man auch eine Jubelmeldung rausgegeben hat und dann nach Börsenschluss haben die Herrschaften, die das Unternehmen leiten und denen es gehört, ein paar Aktien auf den Markt geschmissen, wohlweislich. Das ist jetzt nicht passiert, offenkundig, zumindest wissen wir es noch nicht. Ich will auch hier keine Absicht unterstellen, aber diese Pressemitteilungsgeschichte, die hat doch ein kleines Geschmäckle. Wir wissen nicht, wie lange die Immunität dann anhalten würde. Wir wissen nicht, wie effektiv sie bei älteren Menschen ist. Und wir haben insgesamt die Situation, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird, bis ein Impfstoff, wenn er denn von Pfizer-BioNTech kommt, wirklich allgemein zur Verfügung steht. Denn hier bringt es auch JP Morgan auf den Punkt. Es gibt drei Probleme. Erstens die Genehmigung, zweitens der Transport und drittens die Aufbewahrung eines solchen Impfstoffs. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, der entscheidende hier bei diesem Impfstoff, nämlich der muss bei Temperaturen von mindestens minus 70 Grad eingelagert werden. Jetzt sagt der JP Morgan,
Ja, es ist vielleicht dann die entscheidende Frage, haben wir genug Kühlsysteme, um diesen Impfstoff in ausreichender Form herzustellen? Also da ist die Frage, ist das wirklich massentauglich? Können wir so viel dieser Dosen, selbst wenn jetzt die produziert werden können seitens des Unternehmens oder der Unternehmen Pfizer und BioNTech, können die wirklich in der ausreichenden Form beurteilt werden? Und dann eben keine Einblicke bisher in Primärdaten, die wir haben, sondern erstmal Pressemitteilungen, 90%, alles sehr dünne Nachrichten und praktisch Evidenzlage. Das ist also durchaus noch mit großen Fragezeichen zu versehen. Hier Andot, die Truppenmedizinerin hier in Eppendorf an der Universitätsklinik, die sagt, das sind interessante erste Signale, aber mir eben auch nicht. Wie gut ist die Schutzwirkung in verschiedenen Altersgruppen? Da gibt es längere Beobachtungszeit der Probanden, Langzeitwirkungen, Langzeitnebenwirkungen dieses Impfstoffes. Also so viele Fragen sind noch ungeklärt, dass diese Rallye natürlich schon ein bisschen ambitioniert ist, wenn man sagt, damit ist diese Impfstofffrage schon erledigt. Nein, ist sie nicht. Wir werden sehen, ob es dieser Impfstoff ist, der sich wirklich durchsetzen kann und in ausreichender Form auch produziert wird. Kommen wir zu Sedol, meine Damen und Herren. Der hat angedroht, 2024 wieder anzutreten. Nach meiner Auffassung, warum tut er das? Warum lässt er das durchblicken? Wenn er wirklich der Überzeugung ist, dass er nicht verloren hat, sondern mehr Stimmen hat, dann würde er sagen, ich brauche 2024 nicht nochmal antreten, weil ich bin bis dahin US-Präsident, weil mir diese Wahl gestohlen wurde, wie er ja behauptet. Schauen wir uns mal die derzeitigen Vorsprünge an von Biden über Trump. Dann sieht ihr natürlich sehr knapp, Georgia 10.000, Arizona 17.000, Wisconsin 20. Der war das 36, Pennsylvania 45, Michigan deutlich klarer mit 147.000. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Jahr 2000, als Al Gore ja dann aufgegeben hat, da hatte Bush damals 537 mehr Stimmen. Da hat keiner von Manipulation in der Wahl gesprochen. Apropos Seth Donald, der sagt jetzt ja, die FDA, also die Zulassungsbehörde für Medikamente in den USA und die Demokraten, die wollten nicht, dass ich vor der Wahl diese Vaccine bekomme. Ich habe es euch doch gesagt, jetzt versucht ihr die Wahl in Pennsylvania praktisch zu blocken, zumindest insofern zu blocken, als keine offiziellen Resultate hier gemeldet werden sollen. Und wichtig nach meiner Auffassung ist auch, dass jetzt gestern Verteidigungsminister Esper gefeuert wurde von Donald Trump, jener Mike Esper, der gesagt hat, ich werde das Militär nicht bei Unruhen einsetzen, wie sie jetzt ja kürzlich in den USA der Fall waren. Genau das scheint Trump vorzuhaben. Wenn es zu solchen Unruhen in den USA kommt, Newt Gingrich, ex-erzkonservativer Republikaner, sagt, ja, dann sollte er genau das tun, was Lincoln damals gemacht hat, nämlich das Militär einzusetzen. Also Trump bereitet sich offenkundig auf eine mögliche Eskalation vor und feuert jemand, der moderat ist in dieser Hinsicht. Und der abschließende vielleicht noch Daten aus China, das Wunderland des Wachstums, das Wunderland des Coronavirus-Bekämpfungserfolges. Hier sehen wir, dass die Erzeugerpreise rückläufig sind, mit 2,1% stärker rückläufig als erwartet, und auch die Verbraucherpreise deutlich niedriger als erwartet. Wir sehen beide zeigen, sowohl Erzeugerpreise als auch Verbraucherpreise, zeigen mehr oder weniger nach unten. Das muss man mir mal erklären. In einer Wirtschaft, die angeblich so gut dasteht und so toll wieder wächst, scheint es da doch vielleicht ein paar Problemchen mit der Statistik zu geben. So oder so. Wir sehen das also jetzt hier, diese Überziehung, die wir in dieser Euphorie gesehen haben, diese massive Dehnung des Seiles zurückgeschnappt ist. Wie geht es weiter? Werden wir weiter korrigieren? Eins zeichnet sich ab. Die Tech-Werte, die großen Tech-Werte, die werden weiterhin eher nicht gesucht bleiben, solange diese Impfstoffhoffnung da ist. Denn das waren die großen Profiteure. Jetzt wird alles andere gekauft, was lange zurückgeblieben ist. Value hatte 30% schlechter abgeschnitten als Growth im Durchschnitt. Und jetzt kauft man die Dinge, die sozusagen hier zurückgeblieben sind, und verkauft diejenigen Dinge, die als Corona-Profiteure galten. Aber diese Corona-Profiteure, und das ist das Blöde, das sind die absoluten Marktschwergewichte. Das sind die Unternehmen, die eben praktisch hier die 900-Pfund-Gorillas sind, wie Mitt Romney gesagt hat. Also das ist sozusagen das Problem, das die Märkte jetzt haben. Selbst wenn jetzt andere Branchen kommen, dann sind die maßgeblichen Branchen, und das ist vor allem Tech, die werden einen wirklich nachhaltigen Anstieg des Index behindern. Nach diesen Problemen auch mit Stimulus, Notenbanken etc.
Wir werden sehen, wie es weitergeht. Das war nun mal ein kleiner Einblick vielleicht in die derzeitige Lage. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.